Dies ist ein Film über einen 24-Stunden-Mythos. Er dient als Impuls und handelt zugleich von einer Faszination. Durch die Bewegung entsteht die einzige existente regenerative Energie, die ein Mensch sich in der Symbiose aus eigener Kraft erschaffen kann, um daraus zu wachsen. Eine unerschöpfliche Energie. Körper und Wille bilden diese fundamentale Einheit. Ein organischer Verbund, der zum lebendigen Teil der Natur gehört und sich in der Harmonie in ein noch größeres Ganzes einfügt. Das sind grenzenlose Weiten, die in einer Metamorphosenkraft Bewegung in Emotionen wandelt. Wer dies versteht, versteht in der Tiefe diesen großen Sport. Der Mountainbikesport, das ist eine Leidenschaft. Einfach mal wieder raus in die Natur, einfach mal abschalten können. Also ich kann mir ein Leben ohne Radfahren gar nicht vorstellen. 24 Stunden, da kann man richtig Gas geben, jede Runde. Man kann im Anschlag fahren und dann kann man sich wieder gut erholen. Kommt die Nervosität? Ja. Ja, aber ich denke mal, wenn der Startschuss gekommen ist, dann ist es auch wieder vorbei. Three, two, one.
Die Natur ist meine Heimat. Aber ich... Oh! Ich komme aber jetzt dann, ich muss jetzt dann fahren, gell? Es hat ein gewisser Tick, einfach mal wieder ein anderes Ambiente zu fahren, wie nur im Schwarzwald oder in den Bergen. Querfeldein, Mountainbike, Rennrad, Laufen, machen eigentlich alles. Und das ist halt die Teamgeschichte, alle zusammen, eine Mannschaft, dass man dort im Team eine gemeinschaftliche Sache macht, haben wir dort eben das 24-Stunden-Rennen ausgesucht. Das schweißt halt auch irgendwo zusammen. Alles. Also da kann man vorstellen, denn dann ist das Wetter spielt eine große Rolle und es ist ganz toll hier, dass hier ja, Jüngerinnen und Jüngern aus Luxemburg, aber auch aus Nordrhein-Westfalen oder aus der ganzen Bundesrepublik zu uns kommen. Das ist ein ganz toller, ganz toller. Als Solofahrerin habe ich nicht den Stress des Wechselns. Ich habe nicht den Stress mit den anderen Fahrern. Und so habe ich es wirklich ganz entspannt. Ich fahre mein Tempo. Ich fahre nur gegen mich. Kann ich trotzdem noch mal in Butöcken beißen? Im Prinzip ist Mountainbiken für mich eine Lebenseinstellung. Ich brauche es als Ausgleich. Also ohne das Biken würde mir einfach was fehlen im Leben. Ob ich alles vertilge, das weiß ich noch nicht, weil ich bin eigentlich jemand, der sehr wenig isst. Aber natürlich muss man sich zwingen zu essen, weil Hunger hat man nicht. Und wenn man nicht regelmäßig isst, dann kommt irgendwann der Hungerast und dann kann man es nicht mehr durchhalten. Wenn der einmal gekommen ist, dann ist es vorbei. Ne? Dann, bis man dann erst wieder der Magen wieder Nahrung aufnimmt und wieder verdauen kann, das dauert. Wir fangen auf jeden Fall mit dem 29 Zoll an. Ne? Okay. Weil von der Strecke her ist es wahrscheinlich die bessere Entscheidung, mit dem 26 Zoll okay, zu fahren. Machen wir. Der Kurs selbst ist eigentlich nicht ganz so, ja, so spitzig. Man braucht nicht so schnell Antrieb. Er ist ziemlich flüssig, sodass es richtig gut läuft, der Kurs. Und da glaube ich schon, dass ich Vorteile habe, oder? 29. Ja. Wir brauchen nicht so Antritte machen, sondern der Kurs ist ziemlich flüssig. Also probieren wir es. Nummer machen wir noch. Lampe hin, montieren wir noch als Test. Und 26er, tun wir alles vorbereiten, Lampehalter. Zum Wechseln. Zum Wechseln. Ja. Wenn ich komme, Lampe aufstecken, ne? Mhm. Okay. Mhm. Einmal oben drüber und unten durch. Ne? Ja.
Genau. Was nicht abreißt. So machen wir es. Da müssen wir mal hin. Aha. Du musst es ganz genau machen, weil wenn ich hängen bleibe am Kabel oder wenn es runterfällt, die Sicherung extra noch einmal, weil wenn es losreißt. Dass die Lampe nicht, dass die nicht ab. Fällt, ja. So, jetzt schalten wir mal ein, zweimal durch, dass wir wissen, dass das passt. Achso, Anja, ja, jetzt brauche ich die Hände. Wenn dann so eine, ja, so eine halbe Stunde vorm Start werde ich dann noch einen kleinen Energieriegel nachschieben. Und dann muss es lange. Dann habe ich den Mike gut gefrühstückt, jetzt nochmal Eier, noch einen Energieriegel. Dann sind wir fit für den Start. Also ich will schon irgendwann mal einen Marathon fahren, aber keine 24 Stunden. Ich denke, das ist zu hart. Stunden ist ja eher auf Ausdauer getrimmt, deswegen kann man das auch machen bis ins hohe Alter. Und sagen wir, die Anspannung ist bei mir bei jedem Rennen ähnlich. Ob da jetzt eine Europameisterschaft dahinter steht, ob das dieses Rennen ist, wenn es ans 24-Stunden-Rennen geht, dann hat man eine gewisse Nervosität und die Anspannung. Ich glaube, die gehört aber auch dazu, wenn man Leistung abrufen will, muss das sein. Ein bisschen Anspannung, ein bisschen Adrenalin. Sonst, wenn man das nicht hat, ich glaube, dann kann man kein Rennen fahren. Fähr so lang mit dem Rad, bis du fertig bist. Ja. Ich werde jetzt die Kette drehen. Einfach Luft gefehlt. Vielleicht war es vom Schwer, also es ist ja Milch im Reifen. Und wenn ein kleines Loch im Reifen ist und durch die Drehung vom Rad läuft die Milch in das Loch und es dichtet dann.
Deshalb bin ich im Reifen. Ich denke, ich werde ihm gar nichts sagen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich will ihn jetzt vorher schon verunsichern oder damit er da ständig an den Reifen denken muss. Ja, hier. Ich habe noch mal kurz zur Einschätzung. Wie ist das Zwischenbilanz? Helf? Ich muss auch vorne her. Ich habe hinten nicht rein, ein Belgier. Der Dritte habe ich jetzt eine Runde eingeschenkt. Läuft soweit. Hörst du hier auf oder am Start? Ich fahre die noch zu Ende. Ich hole dich am Start ab. Ja. Okay. Das heißt, die wechseln wirklich auch zwei, drei Runden ab. Sie machen keine große Pause. Und ich habe auch gesagt, wenn man einmal draußen ist, dann ist es nicht mehr so einfach. Also sie hoffen auf den Vorteil, dass sie da durchfahren wollen. Ich werde ein bisschen sauber machen und mal neues Öl drauf. Knarzt. Ja. Oh. Ich bin hier, da muss ich fast nicht überfahren. Wir kennen uns schon, ich glaube, 25 Jahre aus der Realschulzeit. Und seitdem sind wir dicke Freundinnen immer zusammen. Ich bin zu sämtlichen Veranstaltungen mitgegangen. Man muss ja sich auch selber versorgen, weil die schwierigste Zeit ist ja heute Nacht und in den frühen Morgenstunden. Und da komme ich zu nichts mehr. Deswegen muss ich schön vorher essen, trinken und heute Nacht dann immer nur anfeuern, weil da sind so wenig Zuschauer an der Strecke selber. Da kommt man zu nichts, da muss man dabei sein. Und deswegen lieber jetzt ganz in Ruhe. Ich muss halt die Pausenzeiten nutzen, wo Jana jetzt ihre Runde dreht. Ich weiß, die braucht ungefähr 20 bis 24 Minuten. Dann kann ich mich dann schön versorgen hier. Kein Problem. Gehen wir was trinken? Ich bin auch nicht so der Shopping-Typ oder ja, ich bin halt einfach gern draußen in der Natur. Ich habe zwei Hunde und ja, deshalb macht mir das ja gar nichts aus. Also erst beim schlechten Wetter haben wir schon alles mitgemacht. Geht alles. Er gibt die Anweisung, ja, über die 24 Stunden. Und dann ist das Kommando wieder andersrum. Es ist kein Konkurrenzkampf, also wir fahren ja nicht gegeneinander, weil ich gar nicht fahre und so. Ich betüttel sie halt ein bisschen, also das ist schon, das passt super zusammen. Das heißt, Sie haben so ein bisschen das Mütterliche? Genau, ja. Mhm. Und sie macht das Sportliche und dann bin ich einfach dabei und gucke, was ich tun kann. Banane hat er gekriegt, ja. Das ist jetzt unsere Liste, da tragen wir immer die Zeiten ein, wann er gekommen ist, die Rundezeiten und was er gekriegt hat zu trinken oder zu essen. We'll be right back.
Die Strecke ändert sich ja ständig. Die Löcher werden tiefer, die wandern. Es kommen neue Löcher mit dazu, Kanten. Fahrer werden dann auch unachtsam. Und müd. Ja. Und einfach nicht übermütig werden. Ja. Ja, das ist halt ein ganz anderes, ist ein ganz anderes Licht, wenn du mit so einer Lampe fährst, als wenn du ein Tageslicht hast. Ne? Jetzt kommt die Nacht. Ja, aber ich wünsche dir doch viel Spaß. Wieder Fischer. Wie sieht aus? So. Lang!
den Teamkollegen kann man in dem Chaos hier noch finden? Nee, das ist schon besser, wenn er schreit. Also der kommt dann hierher und schreit, alte Gott, und ich weiß ungefähr die Zeit, wann er reinkommt, dann funktioniert das. Dani, hier, links, und dann unsere Titelsponsoren, ohnehin, die Mountain. Hier. Jana? Ja, Jana kommt. Hier. Oh, ja, eine kurze Pause tut jetzt gut. Ja. Aber ist doch noch ganz gut gelaufen. Aha. Das heißt, jetzt erstmal ab in die Koje? Oder? Ja, einen Augenblick hinhauen. Genau. Es ist halt immer so eine Totpunktzeit, ne? Egal, ob man mit dem Auto unterwegs ist oder auch halt jetzt nachts mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Also 2-3 Uhr sagt man, sollte man eine Auszeit nehmen. Da ist man eigentlich so am geschlechtesten. Wurststulle. Kann man sehen, wie schön das staubt. Ne? Nur noch recht schwer. Ich krieg's halt nicht locker gefahren, so ganz richtig, aber naja. 260 Kilometer jetzt in den Beinen, ne? Ja. Da dürfen die auch ein bisschen schwer sein. Hinhauen. Ja, ist frisch. Kalt ist es. Ich habe keinen Strom mehr. Strom ist weg. Ja, aber ist okay. Geht schon. Meist haben wir schon geschafft. Ist ja schon. Ja, 3:45, noch 2 Stunden, wird's hell. Früher schon gar. Ist okay. Noch ein Viertelstündchen, also ist doch ziemlich geschafft. Hat sie gesagt? Hat sie gesagt. Nochmal 15 Minuten und dann nochmal Bescheid sagen. Ist das üblich? Nein. Also ich denke, das liegt wirklich an den schweren Beinen. Dass sie sagt, ich muss gerade liegen, ich muss runterkommen, ich muss entspannen. Also. Sonst ist es eher so, man sagt Bescheid und dann ja, ich komme, dann rafft sie sich auf und dann geht's los. Also ist jetzt eher eine Ausnahme. Er hat sich jetzt nochmal erkundigt, wie der Vorsprung ist. Muss ich jetzt noch einmal beobachten, wenn der vorbeikommt. Ja. Aber es sieht gut aus. Kaffee, ja.
schön stressig. Die Rampe, die zieht hier richtig das Saft. Wo wollt ihr am Ende landen? Erster. Es geht vorne. Ja. Pflicht. Hab ja vorhin gesagt, jetzt. Der Willi hat uns so motiviert, dass wir Gas geben müssen, oder? Wie gesagt, olympische Gedanke. Gips oder Gold? Schlapp. Ja? Schlapp. Aber die 50 will ich noch voll machen, die 50 Stunden. Aha. Also jetzt erstmal eine Pause, oder? Nee, ich mache jetzt keine Pause mehr. Ich fahre jetzt durch. Ja. Okay. Weil die Rundenseiten, die gehen ja so langsam nach unten. Und wenn ich jetzt noch eine Pause mache, dann schaffe ich die 50 Stunden nicht mehr. Aha. Eigentlich sollten es ja 60 sein, ne? Eigentlich, ja. Aber es lief ja von Anfang an nicht so wie geplant. Und dementsprechend muss ich das ein bisschen... meine Erwartungen runterschrauben, ne? Das ist die Herausforderung, die Quälerei, den Körper, den eigenen Körper einfach über Grenzen zu bringen. Tiefpunkte gibt es immer wieder in 24 Stunden. Mal schmerzt der Rücken, mal kann man nichts essen, Fußballe brennen, Hintern wird vielleicht wund, wenn es staubig ist. Oder es fängt an zu regnen, man fängt an zu frieren. Und einfach immer diese Tiefpunkte zu überwinden und rauszukommen und dann die 24 Stunden durchzufahren. Weil das schaffen, glaube ich, die wenigsten wirklich, die 24 Stunden durchzufahren. Man erreicht irgendwann einen Punkt auch einfach, ja, wie soll ich das sagen, wo, ja, ich löse mich zwar nicht vom Körper, aber es geht alles automatisch. Teilweise habe ich auch schon mal vielleicht eine Epiphanie gehabt, einen Moment der Erkenntnis, ne, dass man dann irgendwie was klar geworden ist, Sinn des Lebens oder solche Geschichten. Ne? Also man kommt wirklich in eine Art, ja, soll ich sagen, mentalen Rauschzustand. Spaß wollen wir natürlich auch noch haben. Deswegen haben wir ein 8er-Team. Da muss man nur alle 4 Stunden fahren. Und es ist angenehmer, da wir ja Spaßbiker sind und nicht keine Profis.
uns aber vorgeschafft. Und da waren wir mal Sechster oder Fünfter? Ja, in der Gesamtwertung. In der Gesamtwertung. Jetzt sind wir Fünfter und, ja, und Zweiter in der Ding. Der, wo Erster ist, ist Erster sowieso in beide. Okay. Und zweite Runde. Und zweiter sind wir in der Firmenwertung. Natürlich freue ich mich, bin jetzt richtig glücklich und schafft. Super. Das hat sein. Ja, das ist krass. Man kann das gar nicht mit Worten beschreiben. Wie ist denn das hier? Das kann ich Ihnen sagen. Feine Sache. Jetzt kommt hier der Sieger, der Solofahrer Michael Kochhüttl. Es war so hart, die Temperatur, der Staub. Ne? Genau. Ja, ruhig, da hast du gleich alles. Am Anfang dachte ich, ja, die Strecke, die ist einfach, aber jetzt voll in sich gehabt. Mit einer kurzen Rampe, die war hochgerückt, die hat sehr viel Kraft gekostet. Also, da will ich auf jeden Fall wieder her. Also ich hätte ja am Anfang Bedenken, dass ich nicht die 50 Runden schaffe, aber jetzt habe ich 54 noch voll gemacht. Habe jetzt oben noch ein paar Minuten gewartet, weil auf die 55 wollte ich nicht mehr gehen. Da hatte ich keinen Nerv mehr zu. Mein Ziel war ja, Top 10 der Herren zu erreichen. Und ich glaube, es war so 9. oder so könnte sein. Ne? Das ist absolut befriedigend. Den Männern mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Aber war geil, macht Spaß. So, die Atmosphäre da. In dem Erzwerk da, das ist absolut top. Also muss man sagen, macht richtig Spaß, macht richtig Laune. Hä? Milan? Ja. Die Szene der 24-Stunden-Fahrer, die wird immer größer. Wenn ich denke, anfangs an den Rennen, da waren die Sieger mit so 380, 400 Kilometer. Mittlerweile fahren wir 500 bis 600 Kilometer in so einem Rennen. Und nur die Konkurrenz belebt das Geschäft. Nur so guckt man weiter und so macht es auch Spaß. Wenn du Fahrrad fahren willst, dann fahre einen Kilometer. Wenn du ein neues Leben kennenlernen willst, dann fahre Marathon. So ähnlich zitierte es Emil Zatopek, tschechischer Leichtathlet.